Na, Schule war wirklich schwer für mich. Ich bin gemobbt worden in der Schule. Wow, Berlin hat Gefühle. Mega. Nee, so, und vor allem im Sportunterricht, ja. Ich habe das Gefühl so, keiner hat wirklich drüber nachgedacht, wie man Sportunterricht pädagogisch sinnvoll gestaltet, oder? Ich meine, allein dieses Auswahlverfahren, wie man bestimmt hat, wer als nächstes... Kinder haben über Kinder bestimmt. Wer dachte denn, dass das eine gute Idee ist? Ja, wer dachte denn, dass Kinder sagen, oh, das ist natürlich sehr viel Verantwortung, aber ich weiß, mit Verantwortung umzugehen. Ich werde schauen, dass keine Gefühle verletzt werden. Am Arsch, Alter. Ich habe so die beliebten Schüler so weggewählt, ne? Am Ende blieben so die Anti-Avengers blieben so übrig. Ich war Captain Lauch. Dann gab es noch den unglaublich fetten Hulk. Und dann gab es auch die Power Ranger Pflasterkinder. Ja. Und diesen einen Lasernasenbluter, ne? Der hat. Ja, es gab einen, ne? Es gab immer einen, der hat dauernd aus der Nase geblutet. Ich weiß auch nicht. Und die blieben immer so übrig, ne? Und dann wurde so am Ende, ich war immer der Letzte, ne? Und dann musste man noch so Walk of Shame-mäßig zu seiner Mannschaft laufen, ne? Und jeder wusste, wenn er mir ab jetzt noch zu nahe kommt, steckt er sich an mit Opfer. Haben so eine Gasse gebildet, Opfer. Opfer. Ja. Und dann haben wir so ein Spiel gespielt, ne? Was einfach so pädagogisch überhaupt keinen Sinn macht für Kinder. Fucking Völkerball, Alter! Ich meine, auf wen habt ihr gezielt? Ja, auf die Loser. Ihr habt ja nicht auf die beliebten Schüler gezielt. Natürlich nicht, Alter. Die haben sich matrixmäßig vom Ball weggeduckt. Also ihr habt die Dicken rausgeballert. Oder? Ja, ich auch. Selbst die Dicken haben die Dicken rausgeballert. Ja, die hatten die größte Angriffsfläche. Dann die Pflasterkinder, die haben den Ball gar nicht kommen sehen. Und dann die Lasernasenbluter, da muss die ganze Zeit an die Decke schauen. Wo ist der Ball, Leute? Fuck! Und dann habe ich so drüber nachgedacht, ne? Ein Spiel für Kinder, in dem Kinder lernen, die Schwachen und Behinderten mit Bällen aus der Gesellschaft rauszuklatschen. Wer denkt sich sowas aus, Leute? Hitler? Ja, liebe Kinder, wir spielen so eine Runde Völkerball. Ich möchte, dass ihr wisst, in diesem Spiel geht es nicht darum zu gewinnen. Es geht darum, den Gegner von der Landkarte zu fegen. Wir teilen euch jetzt ein in zwei Völker. Und nach 39 wird zurückgeschossen, bis das letzte Kind gefallen ist. Und danach spielen wir eine Runde, wer hat Angst vom schwarzen Mann. Und der Gewinner kriegt einen Negerkuss. Das ist natürlich alles nur ein Spaß. Wir spielen Brennball! Ich denke mir das nicht aus, Leute. Das ist nicht. Das Krasse ist, ich habe mal nach einer Show kam mal jemand zu mir und meinte so: Ja, hat das vielleicht echt Hitler erfunden? Und dann habe ich mal einfach aus Interesse, habe ich mal den Wikipedia-Artikel gesucht zu Völkerball. Und das ist jetzt keine Comedy, ihr könnt das googeln, das steht wirklich so im Wikipedia-Artikel von Völkerball drin. Das Spiel symbolisiert die Schlacht zwischen zwei Völkern, die sich unter ihren Königen in einem Vernichtungskrieg gegenüberstehen. Spiel für Kinder! Das Spiel endet mit der vollständigen Vernichtung eines der beiden Völker. Das klingt ein bisschen nach dem totalen Sieg, oder? Alle Kinder so, jawohl, Herr Schmidt.